Das ist crazy. Das ist crazy. Bei Fortnite wäre das nicht passiert. Da wird halt durchgegriffen. Ich finde es schwierig. Man kann eine Person dafür verwarnen, gar keine Frage. Aber jemanden dafür komplett zu disqualifizieren, finde ich krass. Finde ich wirklich crazy. Ich habe geschrieben, B and Bob. Und hat seine Nachricht hervorgehoben. Ich will wissen, ob der timeoutet wird. Aber ich glaube nicht. Fucking Bean Bob. Jetzt gehen wir free Brian Rob. Oh! Ich hatte ihm geschrieben, the mods go, the Bean Bob 2, they going hard, wurde dafür deleted. Das ist crazy shit. Da geht's wirklich hart zur Sache. Nein, jemand hat Ian Rob geschrieben. Das ist crazy shit. Timo, guck Chat von Pokémon, okay. Ian Bob, 07. Scheiße. Ja, okay. Scheinbar gerade Mods AFK. Ian Rob is the true hero. Ian Rob? Fragezeichen. Das ist so crazy. In CS beleidigen die sich Pros gegeneinander, machen manche Gesten. Und hier wird sowas instant disqualified. Ich kann schon checken teilweise. Pokémon ist am Ende des Tages immer noch eine jüngere Zielgruppe als Counter-Strike. Und das Game ist ja auch ab 18. Ja. Deswegen. Für uns ist es nicht spektakulär und wissen, wie wir damit umgehen müssen. Aber Kinder, die das halt auch schauen, nehmen das halt anders wahr und Pokémon will ja auch eine Vorbildfunktion vertreten. Das stimmt. Aber ich finde immer noch, dass es zu. Ich finde immer noch, Disqualifying ist zu krass. Finde ich immer noch zu crazy. Ian got robbed. Remove these nuts. Verwarnung okay. Von mir aus auch, weiß ich, eine Geldstrafe oder so. Aber jemanden komplett dazu, alles wegzunehmen, Kinder, die ja sehen, denken, wenn man gewinnt, darf man Cock rausholen und einmal wanken. Das denkt sich die Pokémon Company, ja. Weiß ich nicht. Schwierige Sache. Darf man nicht? Kann das Finale nicht sehen. Meinst du das VGC-Finale? Ja. Das kommt erst um so Richtung 2 Uhr nachts. Wir warten gerade noch da drauf. Warte, wie viele Coins haben wir? 4.150, okay. Wahrscheinlich noch 2 Runden. Also wir warten gerade noch entspannter drauf und zocken so lange noch Pokémon Gelb. Habe überlegt, auch mit CP anzufangen, aber wenn ich mir Onstage keinen wanken darf, kann ich es ja direkt lassen. Ich bin so drin in Pokémon Smile Competitive. Oh, da hat jemand geschrieben, Free Ian Rob. Wahre Worte. Damn, damn, damn.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, will Ian da auch rechtlich gegen vorgehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Ian das gewinnen wird. Ich weiß, Pokémon hat krasse Anwälte, aber wenn er einfach sagt, dass er sich einfach nur gefreut hat und es einfach ungünstig aussieht, gewinnt er damit, glaube ich, vor Gericht. Würde ich mal meinen. Ich meine, so eine Regel ist wahrscheinlich auch nicht niedergeschrieben oder so. Das war sein Semifinal. Ich glaube, er hat es sogar gewonnen, ja. Also er hat das Semifinal gewonnen und wurde dann dafür qualified. Ich werde nicht glauben, was ich im Pokémon Sleep Finale vorhabe. Ich glaube, es kommt aufs amerikanische Gericht an, vor dem er landet. Das kann auch sein, ja. Ich habe gehört, dass es ein Dice Roll sein sollte, weil er das ganze Turnier übelst viel Glück mit seinen Rolls hatte. Das ist wild. Aber es gibt danach noch eine Benachrichtigung von den Kommentatoren, die gesagt haben, dass er wegen unsportlichem Verhalten disqualifiziert wurde. Mude Pokémon sagt einfach, wir behalten uns vor, Leute nach einem eigenen Ermessen zu DQ'en. Das kann sein, ja. Imagine nächstes Jahr in den Regeln bitte nach keinem Sieg ein Wagen. Steht so in den Regeln drin. Wäre witzig. Wäre sehr, sehr funny. Oh. Logan hat getopdeckt. Wir kriegen einen Game 3 bei den Juniors. Erinnerst du dich noch an Guillotine jetzt oder nie? Ist mir gerade random wieder eingefallen. Na klar. Okay, steht 1-1. Wir kommen also den Pokémon News noch nicht näher, Chat. Die zocken jetzt noch ein Game 3. Bei Sumo darf man sich zum Beispiel auch nicht freuen, wenn man gewinnt. Da bekommt man böse Beef vom Chef. Ist es so? Damn, that's crazy. Ja, sehe ich, Juli, sehe ich. Wirklich manche Leute in solchen Chats, die schreiben Sachen in den Chat rein, ohne auch nur 3 Sekunden nachzudenken, oder? Da steht unten ganz dick fett Junior Finals und jemand schreibt in den Chat, ist es the final? Bro, nimm dir doch die 2 Sekunden Zeit, bevor du was schreibst. Willkommen auf Twitch, ja, ja, ich weiß. Nimm dir doch die 2 Sekunden Zeit. Ich meine, dass die Leute fragen, ob es Best of 3 oder Best of 5 ist, ist fein. Sag doch einfach. Weil das steht nämlich nirgendwo. Das kann ich nachvollziehen. Wenn man das fragt. Deswegen ist auch, ich glaube, viele Kinder, die unter 10 sind, wenn nicht wissen, was die Geste zeigen soll, wie er sich einwankt, ja, das sowieso nicht. Das hier ist Pokémon Gelb 100%, yes. Wir haben aktuell schon 96% fertig. Ach so, das war die Frage. Ist das bei dir gerade Finale? Chat, wie viel Prozent hat er schon? Chat, wie lange ist er schon in der Challenge? Chat, wie viele Pokémon hat er vom Living Dex schon gefangen? Chat, welches Level ist sein Arctos? Ist das Pokémon Gelb? Wobei, actually wieder... Dings, kommt Razor heute noch online? Hast du Mewtwo mit dem Meister mal gefragt? Das kann ich immer sehen. Das ist eine okay Frage. Ist das Pokémon? Am ersten Tag auf YouTube geschaut. Da waren die Kommentare disabled. Was ich komplett verstehen kann, safe. Wo kann ich das Spiel spielen? Ist das Link? Chat, wer ist das? Chat, wie alt ist er? Chat, eine Freundin. Chat, wann kommt die nächste GPS-Season? Chat streamt Razor gerade. Wie lange geht der? Oh, wie lange geht der Stream noch auf? Mächtige Frage. Ist er auch auf The Worlds? Ist das Digimon? Aber dir, yeah, was geht? Habe ich mein Fliegen gemisst? Scheiße, jetzt habe ich irgendwie eine Frage gestellt. Hätte ich aufgepasst, hätte ich sogar gesehen. Ich bin Teil des Problems, Chat. Ich bin Teil des Problems. Kommt noch was anderes? Kommt noch was anderes? Oh, der setzt Doppelteam ein. Was sagst du zu Unge? Denn das hart. Gehe ich jetzt für nochmal fliegen? Komm, wir try nochmal. Ich spiele Pokémon zum ersten Mal, ja.
Deswegen, warum setzt er plötzlich die ganze Doppelteam ein? Der ist plus 3. Er ist vorbei. Jetzt holt er nochmal ein X-Abwehr raus. Ach du Scheiße. In der ersten Gen sind die Attacken links, wenn da steht, dass es sehr effektiv ist, noch verbuggt. Mal zu Gamer Götzi. Das ist eigentlich nicht sehr effektiv. Ich treffe den nie wieder. Ne? Die KI ist auf einmal broken. Immer wenn ich Fliegen einsetze und in der Luft bin, setzt er Dings ein. Bitte kill einfach. Das killt nicht. Das killt. Ja, kein guten Spezial. Okay. Crit. Eieiei. Das war crazy. KI war mir leider gerade ein bisschen zu klug. Zu klug. X. Aber ich habe auch übel viele AP jetzt verloren. AP. Mann, hast du einen Luck. Gen 1 Things leider. Ich meine, ich hätte Sternschauer auf Dings gehabt. Auf Mewtwo. Das heißt, ich hätte den schon safe gehittet. Aber der hatte schon 2 X-Abwehr drin. Vor kurzem gelernt, wie Focus Energy in Gen 1 funktioniert. Okay, auch aus Fireball. Ich bin gespannt. Im Chat gefragt, where is Wolfie? Bro, das ist Juniors TCG-Final. Und er fragt, wo ist Wolfie? Ja, der spielt gerade. Der sitzt da doch, hä? Ich spiele momentan ein Digimon MMO. Das ist ein Event und wenn der Event-Boss spawnt, steht dann nach einer Sekunde direkt schon, where? Oha, crazy. Das ist halt, so läuft es halt, ne? Pan Wolfie in Jail. Der hängt sich gerade ein. Wolfie Junior. Pan Wolfie. Das war buggy und reduce deine Crit-Chance. Liebe Gen 1. Ist Present schon raus? Warum hat Logan dem gerade zugewunken? Aber die Leute schreiben gerade... Also Logan ist einer von den beiden Juniors. Und die sagen die ganze Zeit, dass der schummeln würde. Also der links. Weil wenn der würfelt, dann sieht es immer ein bisschen sass aus. Wenn er würfelt, dann schmeißt er den Würfel einmal über das ganze Feld. Und der musste gerade insgesamt 6 oder 7 Mal neu würfeln. Ja. Das war echt ein bisschen sass. Das Kartengame ist sehr geil von Pokémon, actually. Ich mache seinem Loss so mad, dass er VGC über den Haufen geschmissen hat und Kindheit TCG fertig macht. Stark. Vielleicht erwische ich ihn gleich, wenn er nochmal würfelt, dann seht ihr, was ich meine. Ah, the finals tonight. Danke dir, Zeppino. Danke dir, ey, echt. Der Links hat so eine Bronzenfigur, ne? Dabei spielt er sogar nicht mal jede Karte in Highest Rarity. Der hat von jedem die Lowest Rarity. Aber ich respekte das. Ich würde es genauso machen. Ich würde auch alles in der Lowest Rarity spielen. Wie würdet ihr machen, Chat? Schlappohr. Schlappohr größere Routine. Ich spiele schon High Stuff in Yugi. Ich würde die ganzen Karten gar nicht bespielen wollen. Genau, spielen in Highs, sammeln in Lowers. Ja, das sehe ich auch. Über Lower Worlds vergoldete Karten für maximalen Flex. Ich finde irgendwie... Warte, was? Was? Razor verwirrt? Hä? Wieso? Was? Save for Rarity und die selten verkaufen. Als Kind, sobald man Geld verdient. Nur auf Flagskin. Du hast gesagt, spielen in High, sammeln in Low. Achso. Ich meine natürlich andersrum.
Wenn ich noch nicht mit meinem Skill überzeuge, dann mit meinen Karten. Na gut, respekt dich. Wir müssen mit Mewtwo in den Gyarados-Fight reingehen. Bei Yugi High oder Low Stuff macht Loki wenig Unterschied. Das stimmt, ja. Warum ist Mewtwo eigentlich gelb? Weil wir im Pokémon gelb spielen. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Du wolltest ein Rainbow und Secret Deck bei den Wilds. Ich würde trotzdem Lowers Rarity spielen. Nicht wanken. Baum, 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 baum. Ich muss der Stärke geben. Bisschen Gegner tilten, weil er gegen ein 30-Euro-Deck verliert. Ne? Das fühle ich so sehr. For real. Also beim Main-Deck nicht unbedingt High Rare, weil du da super auf Shuffles, aber im Extra-Deck versuche ich immer High Rare zu holen. Okay, das kann ich sehen. Das kann ich actually sogar sehen. Fusion-Stuff oder so. Ein High Rare kann ich nachvollziehen. Mod im Pokémon Channel zu sein beschert dir PTSD, glaube ich, aber ich glaube, das wird gut bezahlt. Den hat echt viel Charakter. Ja, du Mewtwo, mein Lieblings-Temtem, fühle ich. Achte mal am Anfang auf den Bizeps von unserem Typen im Sprite. Er hat einfach Arme wie Arnie. Okay, ich bin gleich gespannt. Ich wünschte, die würden Ding spielen. Ich meine, an und für sich. Glaube ich, werden wir vom Timeschedule sowieso später noch gut Zeit aufholen. Weil gerade so Seniors oder Masters, wo die etwas älteren Leute TCG spielen. Die aktuelle Pokémon-TCG-Meta ist ultra aggressiv. Ultra, ultra, ultra aggressiv. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich echt noch gut Zeit rausholen. Weil ich glaube, die späteren Matches sind ziemlich aggressive Decks. Also Preisgeld erstmal Würfel aus echten Edelsteinen machen lassen für nächste Worlds. True. Temtem größer Pal World. Boah. Ich finde, das kann man nicht miteinander vergleichen. Ich finde, man kann auch Pokémon und Power World nicht miteinander vergleichen. Ich finde, du kannst eher Power World mit Arc vergleichen, als Pokémon mit Power World. Temtem ist wirklich nice für das, was es ist, ja. Das stimmt. Hört, hab ich genervt, dass du so Unworth-Schaden gestackt hast. Das sehe ich. Man darf seine eigenen Würfel mitbringen. Aber die Sleeves, die du spielst. Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Aber die Sleeves, die du spielst, die müssen entweder offiziell von der Pokémon Company sein oder einfach nur einfarbig. Oh, ich liebe Yo-Kai Watch so sehr. Mach mich drin geblieben. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Ich mag die Pikachu hin auch. Guck mal, es geht eigentlich schon mit Fliegen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Barriere hat. Watch hat so lame Hüllen. Die Pikachu-Hüllen sind schon eigentlich ziemlich nice. Oh, das weiß ich nicht, Max. Doch, das bringt extrem was, wenn du Würfel beeinflussen würdest. Vielleicht musst du auch bestimmte Judge-Würfel spielen. Das kann ich nicht genau einschätzen. Das weiß ich nicht. Ich will wissen, ob ich hier mit Fliegen klatsche. Haha, Fliegen klatsche, check it. Ich dachte, ich darf meine Digimon-Sleeves benutzen. Die werden safe geprüft bei Verdacht. Das kann sein, ja. Okay, das killt. Ah, das war ein Crit. Dann weiß ich es doch nicht, ob das killt.
Den kenne ich safe nicht. Ich bin beim Present mit seinem zweiten Account, ja. Ich werde so einen reifen Schaumstoffwürfel, die im Kindergabe bringen. Ah, Riesen! Das ist schon was für Reifen. Das wäre ultra witzig. Aber ich glaube, das darfst du nicht. Okay, Level 41, zwei Level noch auf Dragonier. Bin wahrscheinlich jetzt nicht mehr aktiv im Chat, muss langsam schlafen, aber guck natürlich weiter. Ich danke dir, Jack, ich danke dir. An alle, die wissen wollen, was heute hier noch so abgeht, Chat. Um 2 Uhr schauen wir das Pokémon VGC Final in allen Kategorien. Welches Mythical könntest du dir in CA vorstellen? Schwierig. Vielleicht bringen die wieder sowas Neues raus wie Kupidos oder so. Ansonsten die ganzen so Hooper, Volcanion und so weiter. Muss auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall. Genau, um 2 Uhr sind die VGC Pokémon Weltmeisterschaften. Und danach, nach den Pokémon VGC Weltmeisterschaften, bekommen wir neue Pokémon Spiele-Infos. Wer ist im Finale? Utah und Luca. Michi ist leider Dritter geworden. Leider Dritter geworden. Ist trotzdem krass, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es neue Pudelfriesen gibt. Nicht Utah von Jujutsu Kaisen, ne? Ich hab mir was zu trinken, Chat. Mein Controller macht es schon. Tschüss. Imagine, ich lasse die ganze Zeit so ein Video laufen. Ich spiele gar nicht. Wäre actually ein bisschen witzig. Nice try, Timo. Jetzt haben wir dich. Er hat's rausgefunden, Chat. Das sieht sogar beim GB-Operator hier, sieht es sogar wirklich aus, wäre es so ein Video wegen der Leiste da unten. Ich glaube, in meinem aktuellen Gearspends-Event aus allen Raids potenziell ein Shiny oder nur in den 5 Raids? Oh, das weiß ich gar nicht. Beweis, dass du spielst, kann ich gleich machen. In den Credits kann ich das leider nicht. Aber ich spiele mit Controller und ich habe halt, hier seht ihr das Blinken. Das ist ein Pro-Controller. Ein Turbo-Controller. Nur in den 5 Sternen hier, ich bin's okay. Hat Sakuya gewonnen? Okay. Sakuya ist World Champion. Alrighty, das heißt, als nächstes kommen gleich Masters, Seniors TCG Weltmeisterschaften. Styler Hülle hat gewonnen. Ende. Grace Bomb and Chip. Süß. Wahrscheinlich bei USA gegen Japan. Japan gewonnen. Ja, was die Jungs da gespielt haben, das ging mir viel zu schnell. Die Jugend halt, ne? Die haben es halt drauf. Hier, Chat. Ich kann euch zeigen, dass ihr Spiele schaut. A. Runter, rechts, links, runter, rechts, links. Check dir. Rasender Reporter, Timo.
ist fake. Mann. Geht das Video aus, wenn nicht kennt. Okay. Geh hoch ins Pokémon Center. Komm, ich warte sogar extra. 5, 4, 3. Ich muss kurz, damit ich es auch im Video halt, ne? 2, 1. Ja, jetzt circa. Was ist der Controller eigentlich hier auf Amazon? Das ist so ein Switch-Controller hier, da sehe ich Switch-Logo. Trotzdem fake. Jetzt gehe ich runter. Ja, warte. Muss noch. Jetzt gehe ich runter. Was denn? Dankeschön für deinen Sub. Sehr appreciated. Dankeschön. Seht ihr das, Chat? Seht ihr das? Zwischenpumpen mal Geld. Da haben wir es doch. Jasmin, dankeschön für den Follow. Ich spiele halt. Okay, Chat, wartet. Kann ich jetzt sagen? Ich spiele nämlich auf dem GB-Operator, okay? Ich kann Mewtwo nicht freilassen. Hier, Chat. Hier ist mein Pummel Gelb. Da spiele ich drauf. Mann. Wo ist meine Szene? Ah, hier. Was kostet der GB-Operator? Ich glaube, irgendwas so roundabout 55 bis 60. Schlossen 3D-Drucker. So, und jetzt drücke ich hier nämlich den Turbo-Knopf. Okay, Chat. Und jetzt drückt er für mich A. Und deswegen sieht es so aus, als wäre das ein Video. Okay. Den GB-Operator habe ich mir heute auch bestellt. Hat mich 67 Euro gekostet. Fühlt man wirklich sehr. Turbo? Schon wieder externe Geräte? Schummler. Turbo-Knopf? Kein Schummel? Nö. Ist ja kein Schummel. Bringt mir ja gar nichts. Kann mir damit ja nichts holen, was ihr nicht auch könnt. Scheiße, Baby. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Voraufnahme von Timo. Ja, und ihr seid alles nur Paid Actor, damit ich eure Kommentare vorlesen kann, die ihr gerade schreibt. Ich speede gar nicht. Ich habe noch nie gespeedet. Tendo Ninjas haben Videobeweis. Schnappt ihn. Erwischt. Hast du zwei davon oder wie tauschst du später? Das zeige ich euch später, wie ich tausche. Ich hatte auf meinem Gameboy kein Turbo-Controller, aber der bringt euch ja gar nichts. Doch, ein Joghurt aus dem Kühlschrank. Das stimmt. Du sollst doch leiden wie vor über 20 Jahren. Kannst mal zeigen, wie du Mewtwo freilässt? Nö, kann ich leider nicht. Mach mal deinen Timer 2 Stunden weniger als dein Gamespielstand, weil wir... Ich habe den Timer pausiert, als wir angefangen haben, die Worlds zu schauen. Und dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass ich das Game im Hintergrund noch die ganze Zeit offen hatte. Gerne, Serion. Gerne, gerne, gerne. Ich bräuchte echt so eine Partnerschaft mit GB Operator eigentlich. Vielleicht kann ich mal schauen, ob ich euch einen Call klar machen kann, Chat. Ich hätte ein paar Sonics, die sagen da, dass du speedest. Ja, in der Sonic ist es was anderes. In der Sonic speeden ist ja free. Aber bei so einem Projekt hier würde ich nicht mehr speeden. 100% Rabatt. Hast du Rahmens Verwarnung bei den Worlds bekommen? Ja, das hat er erzählt, ja. Da kaufe ich ihn mir auch wenn ich keine Games mehr habe, ja, kann man dann nachholen. Zumindest ein Command, vielleicht für den Shop. Ja, ich kann ihn ja jetzt nicht so for free Werbung machen. Kannst du auch einen Code für deinen Schönheitschirurgen klar machen, weil du so gut kann ja niemand von Natur aus aussehen. Junge, ja, Manu, so geil. Ich küsse auch dein Herz. Ich küsse doch dein Herz. Spiegel, Bro. Spiegel. Nein, Richard, mach nicht, sonst wirst du gebannt bei der Pokémon Company. Also ich glaube, wir haben noch nicht genug, ne? Ne, 5600, okay. Hat sie den Rabattcode an GamerGirls, die 9064 nennt? Wäre ein Power Move. Kann nichts gegen sagen, wäre ein Power Move. Oh, er macht gerade Interview.
I want to make sure I keep the title next year as well, no matter what. Yeah. Let's do it. That's a good answer. Let's do it. Now, one last thing. There are lots of people out here cheering you on. Is there anyone you want to say hello or thank you to in the audience? My favorite streamer razors like that. My father who brought me here. Süß. Thank Direkt you so die Kinder ausbeuten. One more time ich auch for your world champion. Das ist sicher der WM. Ja, in der Juniors-WM. In der Juniors-WM. Yes, 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 yes. Der Vater verkauft die Promokarte instant. Ja, ja. Der nicht Master, der hat TCG Junior gewonnen. Das ist nur die Junior-Kategorie. Dann wurde rein verwarnt, das habe ich verpasst. Weil er zwei Dings hat, zwei Profile mit derselben Namen. Das darf er nicht. Er war zu gut. Auch nicht falsch. Ihr seid alle free, hat er gesagt. Hat einfach nur keiner verstanden. Ah, ich hab wieder vergessen, die Animation auszumachen. Erinnert mich nach dem Kampf dran, die... Er ist wieder drin, ja. Die Animation auszumachen. Vielleicht denkt ihr dran. Ich vergesse es doch immer. Ich vergesse Ditte doch immer. Ditte. Nö. Er hat gesagt, Free Ian. Krank. Kranke Scheiße. Nachti, jetzt musst du aber durchziehen. Jetzt ist zu spät. Außer du schaffst 2 Stunden. Wenn man ein Kind hat und sagt, es sei ein Monster im Schrank, einfach sagen, nein, das ist ein Banett. Oder damals habe ich Monster bekämpft. Du brauchst keine Angst haben. Eigentlich ist man VGC-Weltmeister. Du brauchst nur VGC, mein Kind. Sorry. Mein Ventilator. Der Monster wird jetzt auch geknackt. Ganz klare Sache. Ich habe auch noch ein Monster jetzt, Chat. Und ich werde... Wir fahren morgen um 14 Uhr los in den Urlaub. Und ich werde erst dann schlafen gehen können. Ich bin Stand jetzt noch 14 Stunden wach. Beziehungsweise danach noch weiter. Danach fahren wir erst los, ne? Werde ich instant schlafen können. Also. Moin Smoko, was geht? Wird eine lange Nacht für uns, Chat. Ich brauche heute Nacht eure Unterstützung. Wo geht's hin? Gamescom. Also ich bin anderthalb Wochen allgemein in Köln. Treffe mich mit Freunden, bin 2 Tage auf der Gamescom und so weiter und so fort. Nochmal so die Ruhe vorm Sturm, vorm September-Sabaton. Das sehe ich, lohnt es sich. Freunde. Ich mache sehr viel mit Freunden während der Zeit. Das wird sehr cool. Sehr, sehr, sehr nice. Ich werde die Nacht durchstreamen, ja. Scheiße, Luki. Ich habe ihn jetzt schon wirklich komplett verplant. Was habt ihr bist es? Okay, ihr seid es ja komplett. Holy shit. Ihr seid es ja komplett. Kuss, Richard. Kuss natürlich auch an dich. Scheiße, Luki auch noch. Angeschmiert. Hokito kommt zurück. Scheiße, Tobi, wahrscheinlich leider nicht.
Wann Community-Treffen? Braunschweig. Ich bin noch niemals in Braunschweig. Pokito kommt zurück. Die haben wahrscheinlich gesehen, wie gut die Anime-Streams auf Twitch ankommen. Da würde ich aber auch wieder backkommen. Pokito, mit O geschrieben, das ist so ein Anime-Sender damals auf RTL 2 gewesen. Wo mittags immer die Anime liefen. Woher die Info? Kann bestimmt googeln, oder? Pokito TV. News. Okay, hab nichts gefunden. Dann vielleicht doch nicht echt. Schauen wir auf Twitter. Pokito. Auch keine Infos. Dann vielleicht noch Cap. Ja, mit Twitch können wir jetzt zur Zeit, ja. Oh, BuzzFeed. Wer meint? Doch nicht Cap. Pokito ist zurück und diese 10 Anime-Serien brauchen unbedingt ein Comeback. Crazy. Das ist sick. Wird es auch wieder auf RTL, also kommt es auch wieder auf RTL 2? Crazy shit. Glaub schon. Ich weiß auch nicht, ob das denselben Effekt haben wird wie damals, als wir Kinder waren. Also für die heutigen Kinder. Pokito kommt nur sonntags. Ich glaube, er wird 2 sein und sollte diesen Sonntag schon losgehen. Ich meine, ich habe auch keinen Fernseher. Deswegen juckt es mich auch nicht so sehr. Hab Crunchyroll, das reicht. Ich kann meine Anime jederzeit gucken. So, nämlich. GZ sagt, du hast einen. Apropos, mein GZ wurde letztens gezahlt. Einfach insolvent danach angemeldet. Dragon Ball ist nicht auf Crunchyroll. Das stimmt. Besorgt man einen Code für Crunchyroll? Ich wünschte, ich könnte. Ich würde direkt. Boah, weiß ich aber, warum Peace auf Japanisch läuft. Lu und ich schauen gerade ja My Hero. Wir sind fast aktuell, Wunter. Wir sind fast aktuell. Wir sind schon in der 7. Staffel. Bin sehr gespannt. 22 Euro GZ pro Jahr ist halt Retalk größter Scam aller Zeiten. Ja. Mein Lieblingsanime. Wahrscheinlich Tokyo Ghoul. Asla Remix, gönn dir. Wahrscheinlich Tokyo Ghoul, actually. Ich weiß, das ist ein Hot Take. Aber das ist halt so. Ich mag Tokyo richtig gerne, aber das ist halt sehr alt, ne? Sehr alt. Aber ich bin sowieso jemand, ich finde viele Sachen cool, die ihr alle kacke findet, Chat. Ich bin sowieso mit sehr wenig zufrieden. Ich mochte auch alles von Sword Art Online, was ich gesehen habe. Fühl ich gar. Es gibt wenig Dinge, wo ich sage, nö, die haben mir nicht gefallen.
Ja, Lou, Epi, danke schön für den Follow. Lou will auch die ganze Zeit, dass ich, singst du für mich, Luki, hast heute Geburtstag. Heute geht's nur um dich, Girl. Denn du wirst heute 16. Heute geht's nur um dich, Girl. Wird sich die Welt nur um dich drehen. Heute stehst du allein im Rampenlicht. Denn es geht nur um dich. Denn es geht nur um Luki. Das Geburtstags-Girl, ja. 28. Alles Gute, Mann. Chainsaw Man habe ich noch nicht geschaut, nee. Ich habe schon sehr lange auf YouTube gesehen, da dachte ich mir, ich schaue hier auch mal vorbei. Dankeschön, sehr, sehr appreciate, dankeschön. Ja, Hunter, Hunter, es gibt auch so viele Anime. Es gibt auch, ja, Dimitrios, dankeschön, dass du Luki einen Sub schenkst. Sehr, sehr appreciate, dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, 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 sehr appreciated, dankeschön. Jujutsu Kaisen fand ich die erste Staffel auch super. Das größte Problem bei mir, Chat, ist, ich fange an, Anime zu gucken, finde die richtig cool und irgendwann habe ich entweder keine Zeit mehr und dann schaue ich die nie wieder oder ich schaue so viel, wie halt draußen ist und dann kommt irgendwann eine neue Staffel raus und dann schaue ich die einfach nicht mehr. Weil ich weiß doch gar nichts mehr, was in der Staffel davor passiert ist. Kein Plan. Ich dürfte eigentlich nur Anime gucken, die auch wirklich beendet sind. Alles andere wäre für mich eigentlich Quatsch. Ich kann mir solche Sachen nicht merken. Ich habe Jujutsu Kaisen Staffel 1 geschaut, als sie rauskam. Genau. Wenn ich jetzt One Piece gucken würde und irgendwann aktuell wäre, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann, wenn Pause ist, alles vergessen. Das schon mal, ja. Schau Ruffy Video und rein da. gönn dir. One Piece Folgen sind gerade sogar gut, actually. Okay. Chainsaw Man war einer der wenigen Manga, die ich gelesen habe. Und es hat ohne Übertreibung mein Leben verändert. Die Atmosphäre ist so speziell. Kannst du weiterempfehlen? Okay, das klingt sehr geil. Gibt keine Pause bei One Piece. Man weiß ja nie, kann ja immer passieren. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Problem, Chat. Ich hasse Manga. Ich finde Manga lesen richtig wack. Ich kann es nicht. Ich mag das nicht. Ich finde Bücher lesen, finde ich nice. Finde ich actually nice. Ich weiß, Lu, ich weiß. Aber, weiß nicht. Anime anschauen ist doch so viel cooler. Alten Männer können nicht mehr lesen. Vor allem kann ein Manga nie so gut Emotionen rüberbringen. Niemals. Das ist genau das. Hundertprozentig. Das Problem ist auch, dass, und das ist wieder ein großes Me-Problem, könnte sein, dass es auch wieder ein tiefliegendes Problem ist, aber ich habe für Manga, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß genug. Meine Aufmerksamkeit kippt die ganze Zeit weg. Der Tokyo-Manga ist 300.000 emotionaler als der Anime. Na, weiß ich nicht. Haneolin, was geht? Was geht nicht ohne Musik oder Stimmen? Allein die Synchro, die Musik und so weiter bei Anime ist so wichtig und gut. Ich finde, was das angeht, ist Lesen aber viel leichter als Serien schauen. Nee, Serien bin ich immer schnell hooked. Berserk, Villain Saga, Vagabond und Monster sind Must-Read. Berserk hat nicht mal einen vernünftigen Anime. Sag schon, Sasuke. Rasengan. Ich muss aber den Banger Chainsaw Man lesen. Da kann man nicht aufhören. Weiß ich nicht. Nee. Serien laufen, man achtet nicht drauf, das ist Quatsch. Ich kann aber auch, ich verstehe nicht, wie Leute Serien schauen und nebenbei was anderes machen. Das verstehe ich nicht. Wenn ich was gucke,
Da kann ich nicht was anderes nebenbei machen. Wo kommen wir denn da hin? Junge, sehe und dein Stream, das könnte ich nicht. Junge, also das kann ich echt nicht. Scheinjahren, selbst das könnte ich nicht. Sein Hirn und die eigene Kreativität werden für immer stärker sein als jegliche Serienproduktion. Aber eben mein Gedanken kippen immer weg. Das ist schon kurz zu seiner Aufnahme, mir geht's gut. Ich bin gerade 2 Stunden gewandert und bin jetzt K.O. Wie steht's für Michi im Finale? Michi ist leider Dritter geworden. Gut, Daniel, was geht? Ich schaue Anime super gerne auf Deutsch ab. Zu sagen, dass deutscher Dub nicht gut ist, ist Quatsch. Ich finde, Deutschland hat mit einer der besten Synchronisationen. Aber wenn ich Sachen auf Japanisch schaue, dann muss ich mich ja noch mehr anstrengen. Serien anschauen, so doch schon anstrengend. Check ich, Bunda, check ich. Was schickt hier rein? Vonona, oder? Kann ich fliegen drücken, glaube ich. Sorry, Opa. Ich hätte einfach Icebeam gegen einsetzen können, ist ja gar nicht resisted. Es gibt ein paar cringe Anime-Dubs, zum Beispiel Jujutsu Kaisen, finde ich unerträglich, aber bei DBZ und bei Yu-Gi-Oh! Serien top. Bei Crunchyroll finde ich aber anstrengend, dass man nicht direkt nur Anime mit deutscher Synchro anzeigen lassen kann. Guten Afrikaner, schlaf gut. Deutsche geben sich ja auch Mühe bei der Synchro. Nicht so wie Russen, wo ein Typ einfach nur alles vorliest, jede Rolle, das ist wild. Oh, Skardovor gegen Regidrago. Schon wieder Amerika gegen USA. Möchte eigentlich heute mal wieder früh schlafen gehen, aber wollt ihr unbedingt nochmal reinschauen. Hab heute nochmal so richtig realisiert, wie schön es hier ist, hier tolle Leute zu haben, die sich denken, yo, find's gut, wenn der im Chat ist. Auch wenn es nur ist, weil ich ab und zu semi-lustige Nachrichten schicke. Ohne zu schnulzig zu werden, ist es einfach echt süß. Bin gerade in einer schweren Zeit. Und hab mich heute nochmal emotional gehittet. Ich küsse dein Herz, Tommy. Du bist hier immer sehr, sehr herzlich willkommen, das weißt du. Wir haben dich immer sehr, sehr gerne hier. Auch wenn du unlustig bist manchmal. Selbst dann haben wir dich gerne hier. Und ich hoffe, du weißt das. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich. Immer unlustig, immer. Ja, stimmt, das recht. Mehr Text als Manga-Chapter. Ja, Manga, weiß nicht, Chat. Weiß nicht. Hab mich bisher noch nicht so gecatcht. Vielleicht irgendwann mal. Ich gebe den demnächst nochmal einen Try. Ja, weil hier so Sachen vorlesen. Ich finde, Bücher lesen, finde ich, geht auch fit. Ich finde, Bücher lesen ist übel entspannt. Aber Manga lesen finde ich irgendwie. Weiß nicht. Hittet mich nicht so. Vielleicht try ich mal Chainsaw Man. Ist Dragon Age schon auf 42? Ich glaube nicht, ne? Kannst du mir Trojan X lesen? Und sollte es in 100 Jahren mal ein Anime bekommen, voll drauf abgehen. Ich glaube, ich würde auch niemals ein Anime von was mir anschauen, wenn ich es schon gelesen hätte. Ich glaube, das würde ich nie machen. Boah, ich habe noch ein bisschen was vor mir, Knut. Aber jetzt hier muss ich nur Dragonier zu Dragoran entwickeln. Ich weiß, meine Meinung, was Anime und so weiter angeht, ist bestimmt merkwürdig. Ich würde auch zum Beispiel kein Buch von einem Film lesen und mir danach den Film anschauen. Warum will ich denn das dann nochmal gucken? Ist doch Quatsch.
Ne, Mutter? Die Notierung von etwas zu schauen ist ja so peak. Nee, dann bin ich so verbitterte Person, die sagt, oh, also im Buch war das ja viel besser und oh, da fand ich den Film ja, das ja viel, das finde ich ja Quatsch. Und die Harry Potter Bücher haben das ja so viel besser umgesetzt. Da sehe ich mich nicht. Da bin ich nicht so am Start. Da schaue ich lieber einfach alles. Das ist ja auch das Spaßige. Nee, das ist mir meistens zu negativ. Ich finde Tokio cool, ich hatte Spaß damit. Können wir weniger Razer, mehr Lu im Stream sehen? Manga-Leser spoilern sich halt den ganzen Anime. Dieses Gefühl, wenn irgendwas gut umgesetzt ist und es in echt siehst. Aber ich kann es ja direkt in echt sehen, ist ja auch geil. Ist halt Real Talk immer das Buch besser. Obvious, weil das Buch einfach exakt deine eigene Vorstellung erfüllt und viel mehr ins Detail gehen kann. Ja. Yeah. Was, wenn du gleich einen Film oder Serie verpasst, die es besser als das Buch umsetzt? Ist die Timo? Hab ich jetzt im Stream gesehen. Braucht den alten Sagen echt nicht mehr. Bei Porn ist der Film auch meist besser als das Buch. Hast echt eine Armvermeidung, aber bist dafür ganz süß. Ich sag ja, ist wahrscheinlich ein Hot Take. Aber ich stehe dazu. Alter Skrome. Ah, die Pizza habe ich schon gesehen. Nice underrated. Das stimmt. Permanent bei One Piece auf dem neuesten Stand. Das ist einfach zu aufregend, was aktuell passiert. Als das. Und dann gibt es auch noch die Leute. Hallo, was geht? Jetzt will ich mal die Leute outcoin. Dann gibt es noch die Leute, die sich Manga-Spoiler anschauen, danach den Manga lesen und dann den Anime gucken. Was ist los mit euch? Woher nehmt ihr die Zeit, Alter? Jetzt ist aber auch mal hier. Wo habt denn ihr so viel Zeit her? Dreifacher Spaß. Da gibt's auch noch Leute, die Videos darüber machen. Jetzt geht's ja mal los. Ich schaue dann einfach den Anime und dann passt. Ich guck mir jeden YouTube-Beef an. Irgendwo findet man die Zeit. Da bin ich auch schon komplett raus. Die ganzen YouTube-Beefs aktuell, ich kann's nicht mehr sehen. Nicht, weil mich der Beef abfuckt, aber ich habe da ja gar keine Zeit für. Da bringt der noch ein Stundenvideo raus und dann gibt es da noch Leute, die sich die 40 Meinungsblogger dazu die Videos angucken. Du spielst 18 Mal Pokémon Games, einmal nice. Ist was anderes. Ist was ganz anderes. Ist ja was ganz anderes. Weiß nicht, das ist so übel. Der Serotonin-Kick jede Woche. Weiß ich nicht. Oh ja. Dankeschön, Merkur. Oh, na, komm mal speichern. So unglaublich geil, Manga zu lesen und dann Theorievideos zu schauen. Ja, okay, das ist ja was anderes. Theorievideos selber zu schauen, ist ja cool. Das check ich schon wieder. Zu meinen Schummeleien, welche Schummeleien? Bester YouTube-Kanal ist ChatChat, der lädt Zusammenfassungen von diesen richtig großen B-Videos hoch. Beispielsweise Mr. B-Sax wird einfach so 3-Stunden-Videos runtergecuttet zu 40 Sekunden. Das ist ehrlich smart. Du würdest jedes Pokémon-Remake spielen. Warum? Du weißt doch schon, was passiert. Das kannst du nicht vergleichen. Ist ja was ganz anderes. Du hast vor 2 Jahren mit One Piece angefangen, aber Retalk. Dürfen dankbar sein, dass wir dieses miterleben dürfen. Ist halt viel. Aber wenn du einmal drin bist, willst du mehr. Ich kann das schon checken, hundertprozentig. Es gibt Leute, die schauen Trailer zu spielen und spielen danach die Games. Solche Opfer. Nee. Das ist was ganz anderes. Sagt er, während er zum 10. Mal die Liga spielt, in seinem 100% Pokémon Gameplay. Das ist aber der Grind, Chat. Das ist der Grind. Boah, Timon, wenn du den selber gefunden. Boah, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht einschätzen. Könnte legit sein.
wenn du selber in den Raid reingegangen bist, dann ist er natürlich legit. Ich finde, ich könnte einfach so einen ganzen Razor-Stream, bevor er passiert, in der Zusammenfassungs-KI ballern und wissen, was da passiert. Dann müsste ich die nicht mehr gucken. Sehe ich. Hört auf den armen Timo wegen seinem L-Tag zu mobben. Aber den Grind gibt's ja auch woanders. Nee, den Grind gibt's nur hier. Anime und Manga haben unterschiedlich kreative Ansätze. Und wenn ich eins hook, willst du gerne schauen, wie es im anderen Medium aussieht. Aber ich schaue aktuell My Hero. Es könnte mich nichts weniger auf der Welt jucken, was in My Hero Manga passiert. Das ist genau das, was ich schon gesehen habe. Also, das ist ja Quatsch. Das ist wirklich, es könnte mich nichts weniger jucken. Und das gönne ich dir sehr, Stormy. Ich will auf mein jetziges Leben zuschreiben. Seit ich arbeitslos bin, habe ich halt viel Zeit. Ich gucke dich, dann spiel ich Bloons oder Zelda. Dabei gucke ich mir jeden Beef auf YouTube an, plus alle Reaktionen, lese dann noch Manga und Anime, belese mich in sehr vielen Themen, sowas wie Skript schreiben. Das ist wiederum cool. Das wiederum ist cool. Und das gönne ich dir, Lu. Ey, wo ist der Unterschied, Stormy? So wie ihr das null checkt, dass ich das nicht machen will, kann ich euch wirklich null nachvollziehen. Ich kann es wirklich, also wirklich. Ich kann es wirklich absolut gar nicht nachvollziehen. Aber das ist ja okay. Aber in meinem Koffer gibt es gar keinen Sinn. Das haben wir meistens Mangas einfach als Status. Da denken Leute, ich lese viel. Dabei lese ich diese nur, wenn es eine Stelle gibt, von der ich gerne mehr wissen will. Das ist auch strong. Nee, ist ja voll okay, dass Leute da andere Meinung als ich haben. Ich sehe auch, dass ich da wahrscheinlich in der Unterzahl bin. Ich kann mich nicht entscheiden, soll ich zum ersten Mal Mario 64 oder Mario Sunshine spielen? 64, Mario 64, Mario 64, Mario 64, Mario 64. Ach du heilige Scheiße, Mario 64, Mario 64. Kommt hier mit Top 3 Anime-Manga. Main Character. Meine Top 3 Main Character im Anime. Das große Problem ist. Dass ich eigentlich fast aus jedem Anime den Main Character mal richtig cool finde. Aber ich habe auch gar nicht so ultra viele Anime gesehen. Ich mag Kaneki sehr gerne. Guck mal, die ersten, die mir einfallen mögen, sind Kaneki, Naruto und Deku. Ja, bin ich bei dir. Gaara, bin ich bei dir. Das sind die ersten drei, die mir in den Kopf schießen würden. Ich mag aber auch Son Goku. Ich mag Son Goku richtig gerne. Was habe ich noch so für Anime gesehen? Ja, da nicht so. Aber die drei würden mir wahrscheinlich so einfallen. Ja. Ash. Deku ist halt ein schlechter Naruto, wenn man ehrlich ist. Boah, Lu und ich, wir schauen ja gerade My Hero. Und wir vergleichen gerade My Hero die ganze Zeit mit Harry Potter. Gar nicht mit Naruto, sondern wir vergleichen immer, wir überlegen immer, welcher My Hero Character welcher Harry Potter Character ist. Und tatsächlich fühlt sich das irgendwie relativ ähnlich an. Mit Harry Potter kann ich nur anfangen, ja, also ich. Ist ja auch dasselbe. Deku hat Namen, Harry hat Namen. Passt ja. Easy. Schreibt sich von selber. Also voll viele Parallelen, ne? Es fühlt sich auch jetzt gerade, wir sind ja gerade jetzt in der 7. Staffel und es fühlt sich gerade an wie die Schlacht in Hogwarts. For real. Ja, das sagt man, Richard. Ist ja auch im Schulgelände, ganz genau. Da kommt mal Marshall, mega lustiger Anime. Da will ich voll gerne, tatsächlich. Ich habe Harry Potter in der Woche in mein Gehirn geprügelt und jetzt finde ich es einigermaßen okay, so. Kann ich verstehen. Ich weiß nicht, damals, für mich hatte Harry Potter einen sehr hohen Stellenwert, weil ich halt mit den Charakteren damals aufgewachsen bin. Das ist das Ding.
Warte, Itachi ist aber kein Main-Character. Moini Dave, den ist halt gerade TCG Seniors. So, TCG Seniors, dann TCG Masters und dann geht BGC los. Checke, bunter Checke. Aber so schade, dass Michi raus ist. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich diesen Mann verfolgt habe. Ey, ist doch richtig, aber ist doch richtig, trotzdem richtig geil. Matthias, danke für den Follow, sehr appreciate, danke schön. Für ein bisschen bei BGC, wir sind für Luca. Also, ich bin für Luca. Ey, Dritter ist trotzdem geisteskrank, ne, wirklich. Hey, Potter ging früher komplett an mir vorbei. Als vor ein paar Jahren auf Prime war, alle Filme geschaut, fand es saugeil. Das freut mich actually sehr. Ich kann auch verstehen, wenn man das zur heutigen Zeit guckt, dass es nicht so ultra gut gealtert ist, maybe. Same, sorry, same. Mich war ja heute Morgen, eben gerade schon da. Scheiße, Vani, trotzdem GZ. Bist du für Even oder für Haruko? Wo spielen die? Achso, jetzt gerade bei TCG. Boah, ich bin für Regidrago. Schon so 6 Fragen bei einem Punkt, das ist crazy. Hey, Potze Theater in Hamburg. Super, selbst als Muggel. Würde ich auch gerne noch sehen. Slime Moment, Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Gönn ihr, Bunny, gönn ihr. Schnipp, schnapp. Patti. Schnippi, schnappi. Kennst du den YouTube-Channel Mina und Hauro? Ich bin so sad, dass die irgendwann verschwunden waren. Nee. Was haben die gemacht? Mina Media, ja. Kenn ich nicht. Nee. Ich habe das Privileg, meines Ex-Partners komplett Harry Potter zu zeigen. Er kannte gar nichts. Er war übelst kritisch und wollte es zuerst nicht. Ich habe somit gelernt, ist actually gut gealtert. Denn selbst er war nach Film 4 obsessed und so drin. Ich glaube, dass es aber auch Auslegungssache ist, weil es gibt viele Leute, die es heutzutage gucken, die direkt sagen, ist okay. Ich glaube, die meisten sagen, ist okay. Ich habe als Kind Harry Potter gefeiert und als ich älter wurde, mochte ich das gar nicht mehr. Das ist crazy. Die hatten Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten ausgepackt. Ah, okay, ich kenne Yu-Gi-Oh! Wirklich gar nicht. Ich mag aber Wizard-Zeugs auch gar nicht für gewöhnlich. Mhm. Checke. Donnerschlag. Kletterer. Dankeschön. Film 3 ist besser als Film 4. Der Feuerkelch ist actually mein Lieblingsfilm. Von den Big Three Movies finde ich halt Star Wars am geilsten. Ich habe Star Wars nie gesehen. Fühl dich, mag, fühl dich. Das Einzige, was ich von Star Wars kenne, ist die komplette Lego-Saga. Die habe ich gespielt. Oh ja. Ich bin also Experte. Harry Potter 1 geguckt, bin eingeschlafen. Harry Potter 1 nochmal geguckt, bin eingeschlafen. Hab gesagt, scheiße, Harry Potter 1, hab Harry Potter 2 geguckt, bin eingeschlafen. Und dachte mir, gut, dann nicht. Check ich. Einzig gut an Star Wars ist die Cantina-Band. Vielleicht war das Harry Potter eine schlechte Kopie von Star Wars. Das was? Wie kann man denn Harry Potter mit Star Wars vergleichen? Das ist ja crazy. Da kennst du Star Wars ja doch. Ja, so basically. Lego Harry Potter oder Lego Star Wars? Boah, Lego Star Wars war ich damals richtig obsessed mit. Lego Harry Potter habe ich nicht zu Ende gespielt. Ich vergleiche Potter mit My Hero. Ja, aber aus Spaß. Ist ja nur aus Spaß. Was sind nochmal die Big Three Filme? Harry Potter, Star Wars, was war das letzte? Was kommt da noch? Ah, Herr der Ringe. Mmh.
Habe ich auch erst vor kurzem geschaut. Fand ich okay. War nicht schlecht. Nicht ultra krass, aber war okay. Habe ich aber immer nachgeholt. Wo schaut man Herr der Ringe? Damals waren die auf Prime. Okay, Chat. Chat, wichtige Frage. Ohne irgendwen zu beeinflussen, wer sind für euch die Big Three Anime? Wer sind in euren Augen die Big Three? Okay. Ich weiß, dass es keine Meinung ist, aber... Okay. Ich feiere auch Naruto, Dragon Ball, Naruto, finde ich auch stark. Es ist aber lustig, Luki. Also, die offiziellen Big Three sind Bleach, One Piece und Naruto, weil die alle basieren auf Dragon Ball. Okay. Checkt ihr? So, One Piece, Dragon Ball ist halt älter. Aber ich sag trotzdem. Naja, warte, Wunder, aber das ist ja nur die offizielle Aussage. Ich sag trotzdem, Bleach ist ja quatschig. Muss man dazu sagen, ich habe Bleach nicht gesehen. Ne? Vielleicht feiere ich Bleach übelst. Ich will nur uns ein bisschen ärgern. Vielleicht ist Bleach übelst geil. Bankai! Vielleicht schaue ich auch immer nochmal Bleach. Was sind die drei größten Cartoons? Boah. SpongeBob? Gehört SpongeBob dazu? Mickey Mouse? Ist Mickey Mouse ein Cartoon? Also ja, aber zählt das so zu den Cartoons? SpongeBob, Simpsons und Mickey? SpongeBob, Simpsons und South Park? Family Guy, American Dad, South Park? Ethan hat schon viele gute Meinung. Du auch, Mutter. Mutter hat wirklich auch viele gute Meinung. Vielleicht viel mehr vielleicht. Was sind die Big Three Pokémon? So, Darkwing Duck, South Park und Balloon, seine Crew. Das ist aber so crazy, wie hart Sailor Moon und Inuyasha ignoriert werden, obwohl die genauso groß waren, aber eher eine Female Audience hatten. Ist es so? Also, dass sie groß waren, safe. Ich weiß nicht, ob man die so vergleichen kann. Shonen war halt immer größer, ja. Wobei, ist Inuyasha nicht auch eher ein Shonen-Anime? War das Sailor Moon auch, oder? Sind das Shonen-Animes? Shoujo, oder nicht? Ah. Oder wie das heißt. Seinen ist ein... Ist Seinen für ältere Jungs. Geht ja um den Zeitraum Early 2000er. Ist das nicht sogar... Ich glaube, Sailor Moon und Dings passen da sogar mit in die Sparte rein. Ich glaube nicht, dass sie vergessen werden. Auf Wikipedia steht sogar Inuyasha ist Shonen. Die jucken einfach nicht, will ich nicht sagen. Ist Kissing Sis noch im Trend bestimmt? Also die waren schon sehr beliebt damals. Ich hatte damals in meinem Freundeskreis, waren die meistgeschauten Anime, waren Dragon Ball, Pokémon und Inuyasha. Waren damals die drei meistgeschauten Anime in meinem Freundeskreis.
Big Free, Boku no Pico, Kiss Exist und das letzte könnt ihr entscheiden. Hold on. Ich glaube, Manga war anfangs auf jeden Fall ein Männermedium. Boah, das weiß ich nicht. Ich bin halt gar nicht so drin, ne? Ja, schade, aber nowhere den kulturellen Impact wie die Big Three Sailor Moon, könnte man vielleicht noch verargumentieren. Boah, ich fand damals, muss ich sagen, ich fand damals Inuyasha auch richtig cool. Inuyasha fand ich richtig, richtig nice. Und wisst ihr, jetzt kommen wir zum krankesten Shit. Ich gar nicht so kranker Shit. Aber, ja, Ranma habe ich auch voll gerne geschaut, aber mein Lieblingsanime, als ich klein war, war Doremi. Doremi war damals mein Lieblingsanime. Doremi war übel sick. Habe ich richtig gefeiert. Rama Remake auch sehr queer. Inuyasha letztens auch durchgeschaut. Ich habe es halt damals immer nur geschaut, als es halt im Fernsehen lief. Ich weiß ja gar nicht, wie sich das heute anfühlt, aber ich mochte den Zeichenstil von Inuyasha mal sehr hart. Das fühle ich runter. Was ich mal super witzig fand, war Chen auch. Broken. Broken. Ach, das vorne. Ja. Okay, Traum ist schon Level 43, sehr gut. Heidi, größer Domi. Hot Take. Ja, schon Ranma wurden published im Shonen-Magazin und Sailor Moon im Shoujo-Magazin. Okay. Final Your Line April. Habe ich auch schon viel Gutes zugehört. Es gibt nur eine Big Three. Und das nur, weil sie die höchsten Verkaufs- und Einschaltquoten aller Zeiten hatten. So, dass es kein Anime oder Manga, die sie je wieder erreichen werden. Da gibt es auch keine neue Big Three oder so. Es gibt nur Design. Aber hat Bleach mehr Verkäufe und Einschaltquoten als Dragon Ball? Scheiße, Story. Ich empfehle euch, einer einen Sub da zu lassen oder Prime-Abo, aber man hört, dann kriegt ihr Zugang zum besten Anime. Okay, aber was sind persönliche Big Three? Also die, die einen persönlich am meisten geprägt haben. Auf jeden Fall für mich Dragon Ball und Tokyo Ghoul. Pokémon auf jeden Fall nicht. So viel hat mir der Pokémon-Anime nicht gegeben als Kind. Nee, Bleach ist ass, das hat den Titel eigentlich gar nicht verdient. Er hat nur Glück, dass er so in der Ära dabei war. Na, Avatar würde ich dazu zählen, aber... Boah, ich sag echt Naruto, true. Ich sag wahrscheinlich noch Naruto, ja. Naruto, Tokyo Ghoul und Dragon Ball, actually. Auch wenn ich Naruto zwar erst geschaut habe, als ich erwachsen war. Aber... Hat mich sehr, sehr hart geprägt. Habe ich auch schon zweimal mittlerweile komplett durchgeschaut. Wie so ein kleiner Bruder, den man mitnehmen musste, weil Mutter gesagt hat. Ich finde den neuesten Pokémon-Anime super gut. Allgemein glaube ich, dass Pokémon gerade eine sehr gute Schiene fährt, was Anime angeht. Neuzeit Big Three, One Piece, Jujutsu Kaisen und Demon Slayer. Ich glaube, wenn man One Piece weglassen würde, weil er ja schon bei den alten Big Three dabei war, würde ich, glaube ich, My Hero mit dazu zählen. Tokyo Ghoul war es ja auch schon, 17 bestimmt. Ja. Kann mich gar nicht für drei Sachen entscheiden. Und ist halt immer der beste Anime. Checke. Ich finde, es wird mal ein neuer Pokémon-Film kommen. Ja, fühle ich. Die Greyman, aber auch sehr stronger Kandidat. Habe ich letztens auch auf Pro7 Max gesehen. Ich bin 28. Gönnt Dragon ja noch Level 44, das wäre so huge.
Sehr zu Pokémon XY, beste Animation, zeigt die A-Serien, gucke ich gerade wieder durch. Habe ich tatsächlich noch gar nicht geschaut. Was, das geht? Ich habe tatsächlich noch gar nicht die XYZ-Anime geguckt. Hibibani. Ich habe auch sehr viel Gutes über den auf jeden Fall gehört. Das letzte, was ich gesehen habe vom Pokémon-Anime, war Journeys, die erste Hälfte. Und die fand ich actually ziemlich gut. Drei Bücher, die euch am meisten geprägt haben. Okay, dem mache ich dir was vor. Ja, ich will es auf jeden Fall auch nachholen. Lesen. Gregs Tagebuch 1 bis 3. Ich habe noch nie Gregs Tagebuch gelesen. Ich weiß, ich kenne gar nicht den Hype dahinter. Ich weiß nur, dass es irgendein Bananenbrot oder so bei Gregs Tagebuch gab, oder? War es Bananenbrot? Gittert. Die Bibel. Sind die Filme auch geiler, to be honest, okay. Ich empfehle Horizon so hart, bin sehr drin und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Die Charaktere sind auch sehr fun und die Dynamiken zwischen denen. Okay, checke. Ich hatte mal die Bücher gesammelt, aber aufgehört, weil es mich nicht mehr interessiert. Mein Lieblingsbuch als Kind war Felix der Hase, okay? Felix auf Reisen. Das war mein Lieblingsbuch als Kind. Mir geht es sehr gut, Philipp. Ich hoffe, es geht auch gut. Die Erklärung, warum es die Big Three gibt. Unter Manga-Liebhabern wohlbekannt bezieht sich Big Three auf alle drei beliebtesten Mangas, die Mitte der 2000er Jahre, nämlich One Piece, Naruto und Bleach, drei Mangas, debütieren. Ende des vorigen Jahrtausends oder zu Beginn des neuen, die sich schnell trennen, um herauszufinden, wer der beliebteste war. Okay, checke. Das mit dem Fisch, meinst du den Regenbogenfisch, habe ich auch gefeiert. Oder der Strubbelpeter war auch, ging auch hart. Das magische Baumhaus kenne ich. Klar, ich bin so alt für. Percy Jackson war ja auch schon zu alt für. checke. Strubbelpeter Original. Krankste Scheiße, würde ich niemals dem Kind vorlesen. Wurde mir so einverleibt als Kind. Das Buch, was mich am meisten geprägt, war es Frag Iwata aus den letzten Jahren. Als Kind, keine Ahnung mehr. Checke. Warrior Cats. Checke ich. Habe ich nie gelesen, aber habe ich noch, auch noch ein bisschen was von mitbekommen. Ich wünsche, Pokémon würde zwischen den Games nicht so Jahrhunderte Pause machen, sonst wäre VGC-Event für mich krasser anzuschauen als Smash Turnier. Für dich, Wanni, für dich. Das sehe ich. Ich meine, bei Smash Majors haben die teilweise auch echt lange Pausen. Ich finde Bruder Löwenherz ziemlich gut als Kinderbuch. War nicht Eragon auch richtig beliebt als Kinder, also so die Buchreihe? Pika! Boah, Digga, wie soll ich noch so lange wach bleiben? Will Pokémon auch noch schauen? Das schaffst du, Bunter. Die sind schon gut dabei. Wir haben 96% haben wir sogar schon. Warrior Cats habe ich alle 87 Bände damals durchgelesen. War dabei das Einband nicht so ultra dick, oder? Warum spielen die um 2 Uhr nachts das VGC-Finale? Sind die dumm? True. Gibt aber nicht wirklich 87 Warrior Cats Bücher, oder? Ja, ich habe Warrior Cats nie geschnallt. Habe es Warrior Cats 27 gelesen. Chat, wir müssen heute durchhalten. Wir bekommen heute zwischen, weil die es mitbekommen haben, wir bekommen heute um 2 Uhr circa, fangen die VGC Finals an, dann schauen wir Juniors, Seniors und Masters. VGC Finals und dann bekommen wir big neue Pokémon News zu den neuen Games.
Warrior Cats gibt 87 Bände. Das sind normale Bücher. Krank. Die Bäcker haben 3 Uhr Idee, ist schwach. Schwach. Warrior Cats, deutsche One Piece. Warte, wie viel brauche ich eigentlich? Ich will jetzt nicht noch mehr kaufen, als ich eigentlich brauche. Bestätigt neue Infos. Ja, ist schon bestätigt, dass wir neue Infos bekommen. Also laut Plan 5.30 Uhr. Aber vielleicht kommen wir zeitlich ganz gut durch. Okay, 7.700 brauche ich. Ich freue mich trotzdem sehr auf das Luca-Finale. Ich freue mich da trotzdem wirklich sehr drauf. Wenn nicht, war es das mit mir. Gibt es irgendein Mobile-Game oder Saves? Yay, Save nicht. Yay, aber in den letzten Jahren bei den Worlds war es immer so, dass wir was zu den Main-Games bekommen haben, zu TCG, zu Go und zu Unite, allen Games, die halt vertreten sind bei der Weltmeisterschaft. Aber es gibt in Warrior Cats kein One Piece, Orange. Ist dann ja wohl klar, was das bessere Franchise sein muss. True. Gapper Monster aus Rot und Blau, right? Also nichts traden, doch ich muss Sachen traden. Warrior Cats Buch ist durchschnittlich 53 Seiten. Habe ich gerade nachgeschaut. Habe etwa 50 Bände neben meinem Bett. Crazy. Das ist Commitment. Aber ich feiere es auch ein bisschen. So. Dann holen wir uns die letzte TM-Chat. Letztes Item in Pokémon Gelb, was uns fehlt. Aber stimmt noch nicht ganz. Ich muss noch die anderen TMs wieder nachkaufen. Warte, bevor wir das machen. Ups. Wie viel XP brauchst du? 1653. Okay, level ich erst noch kurz Dragonier auf Level. Wir müssen die 12 Sonderbonbons so oder so nutzen. Ich brauche den Platz. Das heißt, ich muss die jetzt nutzen. Gelb hat Edition spezifische Mons. Rettern und Arbok, Smogon und Smogmog, Mautz für die Stability-Card, weil die nicht die Pokémon haben wollten, die Jesse und James haben. Okay, wir wollen zu TM50 Chat. Let's bring it go, als Beispiel. Ich habe Carrot-Figur Orange, ja. Also eigentlich Lou, aber quasi auch ich. Und damit holen wir uns das letzte Item ab. Du widerst mich an, Timo. Ich kann da gar nichts dafür, ich habe mir die nicht. Lou hat die geholt. Aber ist auch schon nice. So. In ein Einmachglas. Ja, aber nicht safe 35. Irgendwann zwischen 4 und 35 waren die. Jetzt judge mal meine Figur nicht so. Das sind eigentlich die Preise bis auf Geld. Sehr viele Dingspreise. Aber würdest du, warum denn in ein Einmachglas? Was haben wir gerade auf der 50? Pokeflöte. Ich kann das aber nicht ablegen. Ich brauche zuerst nochmal. Die haben 32 und 33 müssen wir nochmal kaufen. Aber wir machen zuerst. Ich muss. Okay. Das wird platzmäßig alles ein bisschen schwierig, Chat. Also, passt auf. Wir müssen zuerst. Oh Gott, das wird jetzt hier. Das wird jetzt hier eine wilde Kiste. Wir müssen zuerst TM 32 kaufen. Da müssen wir erstmal wieder gehen. Okay. Aber das wird gleich so satisfying, ihr versteht nicht, Chat. Wir fliegen natürlich rüber für Stormy.
So. Dann. Nehmen wir uns. Pokeflöte. Dann legen wir Chem 32 ab. Dann tauschen wir die hier. Dann tauschen wir die 12 Sonderbonbon mit Chem 32. Den Mew-Glitch machen wir, sobald wir in Rot und Blau sind. Dann nehmen wir uns die 12 Sonderbonbon. Yeah, Drachenwut, meine Lieblingsdrachenattacke für Dragoan. Yeah. Schwach, wer sich Mew Geld nicht legit holt. Ist true. Was glaubst du, wie viele Scheine du insgesamt finden wirst? Ich schätze 3. Boah. Meinst du, wären das komplett ein Pomas? So. Und dann. Hyperstrahl, let's go! Wichtig, dass er hier Hyperstrahl per Level-Up erlernt, das ist richtig geil. Machen wir Agilität weg. Dann gönnen wir uns Dragoran. Richtig, Mann, Dragoran. Gehen mit dem Living Dex hoch auf 121. Let's go! Dann, genau, das passt. Dann holen wir uns TM 33. Gott, ist das satisfying, Alter. Ich glaub's nicht. Und Team 33. Ich kann mich mit Mützen nicht benennen lassen. Nur in Dings. Nur während der Twitch-Log. Yeah. So. Das weiß ich gar nicht genau, Marc. Das werden wir gleich herausfinden. Dann. Falscher PC. Wobei, wir können nur kurz Dragoan ablegen. Dann. Legen wir Chem 33 ab. Tauschen den Detektor. Mit Chem 33. Dann nehmen wir den Detektor mit. Und dann legen wir Chem 50 ab. Und damit haben wir alle TMs, Chat. Damit haben wir alle TMs. Und jedes einzelne Item. Alle TMs.
und alle Basis-Items. Pro Werbung. Okay. Sorry. Hab Werbung schalten. Hab gemacht. Sorry. Let's go. So. Dann haben wir das erledigt. Dragon haben wir gemacht. Okay, Chat. Also. Wir haben alle diese Tasks hier erfüllt. Wir brauchen noch die 30 Pokémon und wir müssen noch das Surf Pikachu Event machen. Pokémon, die wir noch brauchen, sind Bisaknosp und Bisaflor. Die holen wir uns aus Rot und Blau. Glutex und Glurak aus Rot und Blau. Schillock und Turtok aus Rot und Blau. Hornio-Reihe ist nur tradable aus Rot und Blau. Warum auch immer. Rattan und Arbok aus Rot und Blau. Raichu aus Rot und Blau. Mauzi und Subdikat aus Rot und Blau. Eine Kazam ist ein Trade-Evo, haben wir Kadabra da. Geowatz ist ein Trade-Evo. haben wir zwei Gyrock da. Dann haben wir Gengar. Haben wir 200 da. Ich habe oben noch Machomai, den habe ich schon abgehakt, aber den holen wir uns auf jeden Fall noch ein. Ich habe noch zwei Maschok da. Nocturne holen wir uns aus Rot und Blau. Smogon und Smogmog aus Rot und Blau. Jinx, Electabuzz und Magma aus Rot und Blau. Vaporeon, Jolteon, Flareon, Omanyte, Omastar und Kabutops aus Rot und Blau. Und Mew aus Rot und Blau. Das heißt, wir haben jetzt alles gemacht, außer die Trade-Evos, okay? So. Und jetzt wird's interesting, ja? Denn jetzt kommen wir zu den kontroversesten aus ganz Pokémon, aus diesem ganzen Projekt hier, okay? Also. Chat. Also. Ich persönlich besitze zwei Gameboy und ein Link-Kabel. Okay? Aber ich bin mir unsicher, ob das Link-Kabel funktioniert, weil ich hatte das als Kind. Das ist in der Mitte mit Tesafilm zugetaped. Kein Plan, ob das funktioniert. Lass testen. Und ich weiß auch nicht, ob einer der beiden Gameboy funktioniert. Okay? So. Und weil wir hier natürlich einfach auch sparsame Menschen sind und unsere Tools nutzen, die wir haben, hab Jonathan, was geht, können wir ganz einfach, und es ändert sich absolut gar nichts, okay? Wir werden jetzt über... Okay, pass auf, ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, okay? Wir haben jetzt gespeichert. Und wir öffnen jetzt... den Kollegen hier, okay? Es ist legit genau dasselbe. Okay? Es ist genau dasselbe. Wie wenn ich trade, okay? Es ändert sich nichts am Pokémon. Es ist nichts anders. Nichts anders, Chat. Es ist genau dasselbe. Okay? Wir sorgen einfach nur, dass die Pokémon instant entwickelt sind. Okay? Genauso wie ich auch von Rot und Blau später die Pokémon... Die Rot und Blau-Pokémon später... Die sind, okay, ich zeige euch das mal, wie das Ganze aussieht. Aber erstmal, Starby, dankeschön, dass du Polizei Schleswig-Holstein einen Sub schenkst. Sehr, sehr appreciate, dankeschön. So, Chat, pass auf. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das hier aussieht, okay? Wir schließen kurz das Game. Dann gehen wir kurz hier rein. Okay. Und dann öffnen wir. Pass mal auf, Chat, hier. Öffnen wir hier die Save-Datei, okay? So. Und bevor wir jetzt die Boxen durchgehen, weil jetzt kommt das Interessanteste, Chat.
Es kann sein, dass eins der Pokémon shiny ist. Okay, und das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das heißt, ab jetzt wird es richtig crazy. Jetzt kann irgendwas shiny sein. Okay, wir schauen uns erst unsere Party an. Mewtwo und Arctos sind leider nicht shiny. Jetzt schauen wir auf die Boxen. Kein shiny. 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 Da ist kein shiny dabei, schade. Ich werde es im Video ja nicht sagen mit PKX. Da müssen die Leute schon dabei sein. So, und ich werde meine Boxen auch sortieren, aber ich werde es nicht im PKX. Also das werde ich. Ich werde die Boxen hier nicht sortieren. Das ist Quatsch. Ich werde die Boxen nicht hier drin sortieren. Die Zeit nehme ich mir schon. Das take ich schon, die Box nicht hier drin zu sortieren. So. Und dieses Taubers hier jetzt zum Beispiel, okay? Das hier ist jetzt. Das ist legit, okay? Ganz normal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Tauboss von meiner Pokémon Gelb auf meine Pokémon Rot tauschen wollen würde, könnte ich hier auf File gehen, das seht ihr jetzt gar nicht, aber da steht Save Pokémon. Ich könnte die File nehmen und das Tauboss einfach auf meine Blau rüberziehen. Das ist legit genau dasselbe, wie wenn ich Pokémon tausche. Das ist genau dasselbe. Es hat dieselben Stats, es ist nichts anders, es ist genau dasselbe. Und deswegen... Nee, das würde mir hier schon angezeigt werden. Hier, guck, das würde dann nämlich so aussehen. Wenn es shiny wäre. Checkst du? Aber ist nicht shiny. Werde ich ja sowas von auch machen. Safe. Safe. Also, jetzt mal realistisch gesehen, Chat, da kann ja kein Auge machen. Da kann ja kein Auge machen. Hier, wenn es jetzt shiny wäre, dann würde das halt so aussehen, weißt du? So würde es in der Box aussehen. Da macht ja kein Auge drauf. Realistisch gesehen macht er ja niemand. Ihr macht da Auge drauf, weil ihr natürlich sagt, ne, so bla bla bla. Shiny Taurus gemacht, also gecheatet, also. Linkkabel im Video für Content. Ja, aber ich finde es so schon fein. Ja, Linkkabel im Video für Content. Nur wenn du es im Video zeigst, ja. Kann ich machen, juckt. Ihr macht da aus Prinzip Auge. Aber legit, realistisch gesehen, Chat, es ist wirklich eins zu eins genau dasselbe, wie wenn ich tauschen würde. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Gehen in Box 1. Hier nicht. Hier auch nicht. Da ist ein Kadabra. Welches Level bist du? 16. Welches Level war das andere Kadabra? Warte, wir gehen mal nach Dings. Wir gehen mal nach Reihenfolge. Sonst verwirre ich mich hier nur. Okay, als erstes haben wir... Ja, Kadabra, okay. Okay. Das eine war Level 16. Wo sind das andere? Kadabra. Bin ich blind? Ich habe mir kein zweites Kadabra gefangen. Ich habe nur zwei Abra. Ich habe sogar drei Abra. Ich muss das Abra noch entwickeln. Ja, das war ich. Keine Sorge. Okay, das war ich noch. Ah, okay, der braucht ein Level, der Kollege hier. Der ist Level 15. Okay, merken wir uns ganz kurz. Box 3. Abra entwickeln. Gut, passiert dem Besten. So. Nein, ich hack mir keinen Kadabra. Ich werde mir nichts hacken, Chat. Keine Sorge. So. Dann die beiden Georock müssen wir, glaube ich, in einer Box haben. Genau, die sind hier. Dann haben wir hier Georock. Haben wir hier Georock. So, und jetzt ändern wir Georock zu Golem. Es ist legit. Es hat sich nichts geändert. Es ist alles legit. Dankeschön, Kami, dankeschön. Es ist legit. Es ist... Nein, ich hätte es nicht cheaten. Ihr sagt es jetzt so, aber das ist ja gar nicht so. Das ist ja nicht cheaten. So, als nächstes müssen wir Apollo entwickeln. Hier haben wir einen Kollegen, der ist Level 25, der ist auf Level 20. So, und dann nehmen wir jetzt Apollo. Und jetzt haben wir den getauscht und jetzt ist er ein Gengar. Ich find's auch komplett fein. Ich find's auch komplett fein. Am Ende des Tages mache ich das ja für mich, ne? So. Ah, wir müssen uns eine Mashok
tauschen. Krank getauscht. Du bist 45, du bist auch 45. Okay. Tap. Zack. So. Dann speichern wir das einmal. So. Gehen wir zurück ins Game. Ich sage auch, dass es fein ist. Ich krieg dann auch den Deckseintrag. Ja, ja, klar. So. Und jetzt haben wir nämlich immer noch 121. Achso, ja, das aktualisiert sich erst jetzt, ne? Nee, tut's nicht. Doch, muss ich das in meinen Dings? Hat es überhaupt funktioniert? Vielleicht funktioniert es gar nicht. Es ist ja kein Cheaten. Pokémon mitnehmen. Lass mal kurz schauen. Sage ich doch. Na, schauen wir mal. Na, das ist 20er Apollo. Das heißt hier. Ist auch Alpollo. Nee, hat auch gar nicht funktioniert. Das ist das größere Problem. Warte mal. Da müssen wir kurz in die Recherche gehen. Du hast Abrandweg. Und erstmal muss ich gucken, wie das hier funktioniert. Muss ich den... Ah, wie mache ich das? Oh, ich weiß, warum es nicht funktioniert hat. Glaube ich. Wir probieren. Ich weiß noch nicht, was ich Nachgeld mache. Okay, er steht wieder 121, das ist schlecht. Ja, ja, ich weiß, leider alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Am Ende des Tages, wie gesagt, mache ich das ja wirklich hundertprozentig für mich und ich finde der erste Skin. Also ich sag, das ist ja 1-1 gleich. Aber wieso speichert er das nicht? Jetzt müssen wir herausfinden, woran es liegt. Jetzt müssen wir herausfinden, woran es liegt. Okay, lass mich mal gucken. Ob ich herausfinde, woran es liegt. Woran liegt das? Warte, wenn ich jetzt hier... Warte, ich öffne mal ein zweites Fenster. Und jetzt ziehe ich das hier dort rein. Dann ist es nicht Gengar. Weil immer wenn ich das Neueste überschreibe, dann nimmt er das trotzdem nicht als neueste Speicherspiel, als neuesten Speicherstand. Jetzt die Frage, woran liegt das? Ich habe was, was ich ausprobieren könnte. Oh. Spielstand hochladen. Das sieht auch schon mal nicht verkehrt aus hier. Das sieht auch irgendwie nicht richtig aus. Warte. Spielstand sichern. Oh, funktioniert das? Oh, das kann sein, dass es funktioniert. Chat, Sekunde.
Das ist jetzt der Kollege hier. Jetzt machen wir nochmal. Das sieht mir, glaube ich, richtig aus. Das sieht mir richtig aus. Dann hier Jenga. Champ. Was brauchen wir noch außer Golem? Ah, Simsalaba, den müssen, können wir jetzt gleich machen. Guck mal, das Live-Tutorial hier für euch, Chat. Ihr müsst es so sehen. Okay, wir gehen mal rein. Hat's geklappt? Ja, yeah, das tut der Stormy. Das tut der Instant. Wir schauen mal rein. Ah, guck mal, da stand Pokédex 123. Es hat funktioniert. Let's go. So. Ah, ich bin noch in der anderen Box. Ah, hier ist Giovatz übrigens. Erfolgreich getauscht. So, nicht. Also Dings muss ich ja jetzt noch erst entwickeln. Wir müssen jetzt noch Abracadabra entwickeln. Und dann haben wir Gelb komplett abgeschlossen. Erstmal können wir den Pokédex auf 123 erhöhen. Gecheatetes Giovatz? Nö, ich weiß nicht, was ihr meint. Das ist legit. Also ich sag mal so, Chat, ich könnte dieses Giovatz jetzt 1 zu 1 auf Pokémon Home ziehen. Und es würde funktionieren. Und ich finde, das spricht für sich. Try. Ja, ich kann, also, ich werde später, Chat, ich werde alle Pokémon, die ich in Poma sammle, werde ich später auf PKX ziehen. Ich werde sogar die Pokémon, auch wenn es per se eigentlich nicht geht, aber ich werde auch die Pokémon, die ich auf Pokémon Gelb spiele, werde ich auf Pokémon Gelb überziehen. Willst du ein Pokémon auf dem GB-Spiel auf Pokémon Home ziehen, werde ich euch zeigen. Also ich werde das legit machen. Das funktioniert wirklich. Das ist ultra easy. Ich beweise euch das. Aber erstmal spielen wir die Spiele. Also es ist legit. Es wäre, wenn ich das Pokémon jetzt getauscht hätte, wäre genau dasselbe Geowatz bei rumgekommen. Mann, das darf ich auch Frauen überziehen manchmal. Ja, wir müssen gleich schauen, welche Pokémon da fehlen. Aber ich glaube, ich weiß, welche fehlen. Die 129, die du erreichen kannst, beziehen sich, glaube ich, auf den Pokédex. Neolin. Und ich entwickle ja die Starter nicht. Und ich entwickle Kabuto noch nicht. Das sind die letzten 5 Pokémon, die noch fehlen, die ich entwickeln könnte, aber die entwickle ich erst in Pokémon Rot und Blau. Also ich könnte theoretisch gesehen auf dem Dex auf 129 kommen, aber per se sind es nur 124 Living Dex Pokémon, die du dir holen kannst. Und Evoli, stimmt. Ja, ja, ja. Warte, da fehlt aber. Ne, da müsste es aber 130 sein, oder nicht? Ja, jetzt bin ich verwirrt. Wir haben kein Surfer-Pokémon. Wir können aber, glaube ich, auch einfach schnell in der Siegestraße leveln. Kann ich irgendwie noch Home auf meinen 3DS bekommen? Ja, aber nicht so auf legale Art und Weise. Wir fehlen jetzt 27. Und Sam, die 27 holst du. Warte, wir fehlen jetzt 27. Und Sam, die 27 holst du. Genau, die 27 hole ich mir alle bei Rot und Blau, ja.
Ja, ist doch richtig. Wenn ich die... Also, okay, pass auf. Wenn ich... Okay. Das hier sind nur Daten, okay? Wenn ich jetzt hier das OMOD beispielsweise nehme und die Files save und dann bei mir in Karmesin und Purpur draufziehen würde, die File, dann wäre das ein legales OMOD aus Pokémon Gelb. Der würde dann quasi denken, okay, das ist aus der Virtual Console. Quasi. Nee, ist schon mit Pikax, ja. Pokémon sind nur Daten, was? Am Ende des Tages sind es wirklich nur Files. Doch, es funktioniert wirklich. 100%ig. Und die würden auch durch jeden Hackcheck durchgehen. Ich mache ja nichts Illegales mit den Pokémon. Ich verändere die ja nicht illegal. Ich cheate nicht. Wie viel hat der 3DS gekostet? Welcher 3DS? Ich spiele gerade auf keinem 3DS. Ich spiele original auf der Pokémon Gelb hier. Ich kann es euch nicht zeigen. Kann man zuschauen. Aber ich spiele original auf meiner Pokémon Gelb Cartridge. Also wirklich. 3 Euro. Wie viel XP braucht Abra? Oh mein Gott. Oh. Gibt 92. Ich sage es den Typen, der die Q wurde, weil Shinization. Ja, okay, das ist aber Pokémon schuld gewesen. Da kann ich ja gar nichts für. Bin ja kein Experte, aber ich glaube, das nennt man Cheaten. Ich sag, das Verschieben von legiten gefangenen Mons über PKX absolut machbar. Safe. Sag ich auch. Gönn dir, Maya, gönn dir. Also ich sag, es gibt bestimmt 2-3 Leute, die da zu Hause sitzen und sagen, nee, das finde ich richtig doof. Mano, das gönne ich dem gar nicht. Und es sind meistens die Leute, die das dann so cool finden, aber selber nicht die Möglichkeiten haben, das selber zu machen. Ich weiß. Miyamoto ist das. Nö, das finde ich richtig doof. Mann, oh, das gönne ich dem gar nicht. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die es wirklich doof finden, auch ohne, dass sie sagen, nö, das will ich auch machen. Aber, wie gesagt, das ist halt so ein... Ich, für meinen Teil, finde das okay. Das ist, wenn ich es getradet hätte, ist es nichts anderes. Da ist keine illegale Date in diesem Pokémon drin. Da ist ein Hass-Tweet verfasst. Wie doof du bist. Du doof Kind. Sebastian aus Schlunzendorf juckt halt. Und ich selber bin damit halt sehr fein. Ich finde es cool. BGC Master Finals ist nach den beiden TCG Finals, die jetzt noch kommen. Das fühle ich, Maximizer, das fühle ich sehr, aber per se hatten wir die Tauschanimation ja mit den Ingame-Trades. Das ist ja genau dieselbe Animation. Die haben wir ja sogar 1:1 gehabt. Die haben wir ja in jedem Game eigentlich. Die Tauschanimation. Ich heiße Sebastian und fühle mich unwohl mit dem Callout. So, dann wird das nächste Kadabra. Zap, zap. Für uns so in Schlunzendorf. Rechtliche Frage. So. Nein, der Bibliothek-Shop. Ich find's auch okay. Es gibt so viel Schlimmeres, was man machen könnte. Also alles fein und schlussendlich ist es ein Game. Da kann man auch mal etwas chillen, ein Auge zu drücken. Bei so einer safen Grauzone. Wenn ich jetzt, okay, pass auf, Dinge, die ich wack finden würde, die ich verstehen würde, wenn Leute die wack finden, okay, wäre beispielsweise, weil es klappt nämlich mit dem GB Operator und das finde ich jetzt ein bisschen Arsch, das mag ich selber nicht, du kannst legal speeden in dem Game. Aber das fände ich ultra Quatsch. Das fände ich ja ultra quatschig. Mann, Chat. Ich war auch verrückt bei Gründer, zu 100%, ja. Ich fahr ihn, ne? Er hat gerade gespeedet. So. Dementsprechend,
die Cheated Neustart. Das würde ich wack finden. Oder wenn ich mir Sonnebomboxe cheaten würde. Würde ich wack finden. Ich bin 28, ja. Würde zwar niemanden jucken, aber ich würde das tauschen okay. Weil es einen legalen Weg gibt, das zu tun. Aber den Dex auf Home übertragen wäre ja nie legal möglich. Das finde ich schwierig. Den Dex auf Home zu übertragen, das mache ich nur für mich selber. Das mache ich nicht aus Content-Sicht oder so. Ich will die einfach nur auf Home haben. Das mache ich nur für mich. Ich werde mit dem Pokémon nichts anfangen. Ich will die da einfach nur liegen lassen. Ich bin ja bei dir. Warum zwei Gameboys kaufen mit Linkkabel, wenn du das so auch machen kannst? Es ist ja legit. Es sind ja die legalen Dateien so. Checkt ihr? Ich werde mir trotzdem später noch das ein oder andere Linkkabel kaufen. Das sage ich jetzt schon. Gerade dieses Übertragungsdings für die GameCube auf den Game Advance und so weiter. So, und Stuff werde ich mir noch kaufen müssen. Okay. Ja. Willst du Virtual Console spielen, könntest du auch auf Home traden. Ja. Ja, genau, das ist auch noch so. Aber dadurch, dass ich das halt auf meiner originalen Cartridge haben will, übrigens hier. Das ist meine Pokémon Gelb, das Teil hier leuchtet. Das ist gerade an. Dadurch, dass ich das alles aber auf meine Pokémon Gelb haben will, ist noch was anderes. Ich finde es satisfying, wenn du später vielleicht trotzdem ein paar Trades machst in anderen Generationen, wo du es ein bisschen entspannter machst. Aber wie du willst. Nee, das sowieso. Das 100%. Also, sobald wir bei der DS-Ära angekommen sind, werde ich alles normal traden. Auch das japanische CDB werde ich mir holen, ja. Korrekt. Ich spiele gerade normal über Cartridge. Das denke ich doch auch, Jumpin. Das denke ich doch auch. Okay, so, jetzt müssen wir noch schnell uns Simsala ranholen. Genau, gespeichert habe ich. Krieg sonst kein Celebi. Achso, Mini Pokémon Let's Go Yoto. Krieg sonst kein Celebi. Checke. So, Spielstand sichern. Speichern wir einmal. Zap, zarab. Alex Sam. Zap, zarab. Und so. Guck mal, ich werde richtig gut darin. War das seit 25 Minuten auf dem Zaubertausch? Crazy. So, damit erhöhen wir den Living Dex auf 124, haben Simsala fertig, Chat. Ba-ba-ba-ba. Können Simsala abhaken und damit haben wir offiziell alles in Pokémon Gelb erledigt, was man in Pokémon Gelb erledigen kann. Let's freaking go. So. Das heißt, nein, was fehlt mir? Ach so, das Stadium Game. Okay, stimmt, ja. Das letzte, was wir noch machen müssen, ist das Stadium Event. Aber das machen wir als allerletztes. Das ist die letzte Sache, die wir im Game machen. Das ist hier. Das ist die letzte Task, die wir machen müssen. Ich war wirklich richtig schock. Das ist die letzte Sache. So. Aber jetzt machen wir alle Rot und Blau Sachen. Let's freaking go. Wollen wir zuerst die Pokémon sortieren oder sortieren wir die Pokémon, sobald wir alle 151... Wir sortieren wahrscheinlich die Pokémon, sobald wir alle 151 haben, oder? Ist wahrscheinlich angenehmer, wenn ich alle Pokémon direkt ready habe. Jetzt, aber das wird später richtig unangenehm. Ah ja, auch später. Nee, ich muss die Liste selber aktualisieren. Deswegen, ja, okay. Will ich nicht. Okay, das heißt, wir packen noch Simsala runter. Speichern ein letztes Mal. Ups. Speichern ein letztes Mal. Pokémon Gelb müssen wir jetzt nur später die Pokémon holen und... Boah, geil. Dann pausieren wir einmal kurz den Timer bei 34.